So, Freunde, jetzt sind wir wieder am Haus der Balladen. Ich bin jetzt mal gespannt. Ihr habt uns gerettet. Ja, ja, klar. Was jetzt passiert? Ihr seid zurückgekehrt. Siegreich. Mhm. Ich weiß, ihr hattet die Möglichkeit, unsere Erzählung zu verändern und sowohl die Maid als auch das Haus der Balladen von ihrem natürlichen Weg abzubringen. Und doch habt ihr es nicht getan. Ihr Nein. habt die Hexe Magwyr niedergestreckt und unser Vermächtnis wiederhergestellt. Zumindest für den Moment. Och, nee. Und doch gab es auch Verluste. Der Tod der Maid hat Vincents Machtlosigkeit offenbart. Dieser Zustand darf nicht von Dauer sein. Nee. Und so habt ihr nun euren rechtmäßigen Platz eingenommen. What? Fortan seid ihr Königin des Hauses der Balladen. Moment. Haus der Balladen. Da du dich entschlossen hast, dein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, hast du die alten Lieder auf ewig umgeschrieben und dich zum neuen Herrscher des Hauses der Balladen aufgeschwungen. Oh, nett, nett, nett. Und was bringt mir das jetzt? Hallo? Da muss ich lang? Gut, wieso muss ich da jetzt lang? Ja, ja, ich weiß, ich bin Superbraut. Ja, Supergirl. Achso, das geht nur dahin. Ja, ja, oder was? Genau. So, welche Quest verfolgen wir denn nun? Oh Mann, wenn das wirklich bei jedem Haus so ist. Oh Mann. Da haben wir noch richtig fett zu tun. Besser gesagt, nicht ihr, sondern ich. Und ihr mit euren Nerven mir zuzugucken. Ja, das auch noch. Ist Faktum. So, Quest gucken wir mal. Alte Freunde und Feinde. Habe ich das aufgeschrieben? Alte Freunde und Feinde? Nee. Das, die Legende von Toten Kehl. Moment, ich guck mal hier. Die Blüte habe ich, ja, die Schätze von Meropis. Genau, die habe ich. Komm. Wir gehen jetzt mal erstmal gucken. Oh. Ja, warum nicht? Die liegen quer durch die Lande hier. 1, 2, 3, 4, 5. Im Grunde genommen ist das nur eine Reisegeschichte. Hey! Oh, Leute, ihr seid so armselig dran. Oh, endlich, ja, das macht Spaß. So. Halt, wo ist es? Da. Wir werden dorthin. Uga, uga, uga. Ja, sind nur Bockers. Boah, leck mich am Arsch. Was habe ich denn hier gemacht? Ja, irgendwas habe ich gemacht, aber genau weiß ich das auch nicht. Wenn ich ehrlich bin, nö. Halt. Boah. Boah, ein Wischer hat sich das erledigt. Kleine Wichte. Dürften da auch kein Problem mehr sein. So, kommst du mal? Ich habe keine Lust, dahin zu laufen. So, tschüss. Keule, Schnürschuh. Kohle. Halt. Immer mit der Ruhe. Nein, nein. Nein, 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 nein. So, hier. Da muss ich rein. Aber wie komme ich da rein? Von da hinten nur, ne? Ist da nicht prickelnd. Achso, hier sind noch Feinde. Na gut, dann holen wir uns hier. So. Aha, hier können wir rein. Ja, also kommt man da auch nicht einfach rein. Ja gut, sind Schätze, ne? Goldmünzen und Muscheln. Aha. Muscheln. Muschi-Muscheln.
Ja. So. So. Sorry, dass ich dich übersehen habe. Kommt nicht wieder vor. Ja, ja, da guckst du mal ganz doof, ne? Wo ist der denn? Nein, nein. Ach, tu nicht. So, wie weit ist das denn bis zu dem nächsten? Hier unten haben wir zwei. Das heißt, wir müssen wieder reisen. Ja, das mache ich per Reise. Ja, auf jeden Fall. Zack, ab hin da. So, ich müsste nach links oder nach rechts. Ist das jetzt da? Ja. Aha. Ja, also. Ja, holen wir erst den? Ja, ich laufe genau drauf zu. Das ist richtig so. Na, ist er nicht herrlich. Ah. Na, die hätten sich schon eher offenbaren können. So, Perlen. So, Sekunde. Oh, einfach geradeaus. Dann machen wir das. Einfacher geht's ja schon fast gar nicht mehr. Oh, oh, jetzt bin ich mal gespannt. Wölfe dürften doch normalerweise auch kein Problem mehr sein. Ah. Nee, also die sind man... Auch gut. Aua. Ich treffe den gar nicht. Wie ist es denn da? Nicht treffen hier, das ist ja... Halt. Ich dachte, könnte ich so irgendwie ganz vorbeigehen, aber ist wohl nicht. Nee. Nun komm. Was haben wir denn da wieder? Bogatz? Jo. Ja, die sind schon etwas robuster. Nein, nein. Irgendwann was hier strahlt? Nö. Nee. Was denn da denn? Ich ärgere mich nachher wieder, dass ich sie mitgenommen habe. Hundertprozentig. So, Korallensplitter. Drei. Achso. Haben wir hier an dem Häuschen. Na gut, hin. Gut. Moment. Muss ich da reinspringen? Anscheinend muss ich nur da reinspringen. Nee, nicht wirklich. Jo, einfach reinspringen. Und das war's. Sack mit Sand. Sack und Asche, sag ich euch. So. Und der eine ist... Nein. Dort. Und können wir dorthin? Ja, können... Nee, ich muss erst aus dem Wasser raus. Na, super. Ist das nicht prickelnd? Ich dachte da oben... Moment, ist da noch ein... Ist da einer, den wir vergessen haben? Dann nehmen wir den doch gleich noch mit. Ja, natürlich. Mann. Geht ja gar nicht. Tatsache. So plagte ich mich, dieses Juwel für Daras Krone zu schaffen. Das von mir unbemerkt der Winter sie aus dem Sommerwald führte. Niemals mehr Dara zu sein. Das Werk der Liebe hat meine Liebe zerstört. Und so überlasse ich es der Wildnis. Ich gebe mich Eshara hin. Ich kann nicht wieder lieben. Okay.
Ist jetzt gut? Ja, jetzt ist gut. Er hat nur noch ein bisschen geheulert. Und, ach nee, komm. Da werden wir hinlaufen. Das lohnt sich gar nicht, dahin zu reisen. Nee, absolut nicht. Was? Bocker, Bocker? So, hat sich ausgedacht. Da ist noch eine Kiste. Gut. Da ist noch eine Kiste. Klagelied des Kriegers und 89 Münzen. Ist doch nett. Na, sauber. Ja, die wir unterwegs hier haben, die nehmen wir natürlich mit. Ist da wohl logisch. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ah, ah. Hier bin ich. So, läuft das, mein Freund, und nicht anders. Großer Heiltrank ist gut. Oh, großer Heiltrank. Wow, hier sind... Ja, hier sind ein paar. Oh, brennt's? Die treffen aber auch alle haargenau. Aber wenn ich das mache, dann schießt alles vorbei. Ja. So, weiter in diese Richtung. Boah, hier sind so viele Feinde, das sind so viele Points. Das kann ich gar nicht. Kommt her! Ja, ich bin doch schon da. Hier sind so viele Feinde, die kann ich nicht. Nee, das sind 10 Stück. Das sind schon ein paar hundert PS, die man ungenommen im Vorbeilaufen mitnimmt. Ja. Auf fix. Sind die geil. Die Bockers, die sind so hart. Die sind so hart drauf. Nein. Mann. So. Ja, haben wir schön alles mitgenommen. Wir waren bestimmt 20, 25 Feinde. Das sind 1000 EP oder 1200 EP. Nehmen wir doch glatt mit. Auf jeden Fall. Mensch. Aha, Odwin. Sternenlager. Das ist rechts. Ja. Bin ich doch schon. Ich denke, das ist nicht mehr weit. Nee, ist ja auch da vorne. Aber ob ich das einfach so nehmen kann? Ort, Wächterbrücke. Naja, klasse. Da unten. Na gut. Komm ich ja. Da hinten komme ich rein. Moment. Ja, doch. Ja, das Ding hätte ja auch dazwischen liegen können. Dann hätte ich da Moment. Ist da? Einfacher Mana-Trank. Ich sage ja, ich habe so viel, was ich verschippern könnte. Und trotzdem schleppe ich mit rum. Mhm. Aber ich werde das demnächst auch alles verscheppern. Ja. Ich meine, ganz so arm sind wir ja nicht mehr, aber wenn ich sehe, was das hier alles kostet, dann werde ich richtig blind. Einmal reparieren alles, wenn man schon fast pleite. So, was haben wir denn hier? Relikt aus Meropis. Ah, die Schätze von Meropis. Das war's? Quest gemeistert. Ja. Gut, dann soll es so sein. Dann kann ich die streichen. Ja, ich habe mir das aufgeschrieben, was ich mache, weil ich will auch noch woanders hin, ne? Aber nicht mehr so hier in der Gegend. So, was haben wir denn da noch? Die Blüte. Die Blüte, da. Sammle 5
Wo sind die denn? Ach, guck mal, die sind ganz hier in der Nähe. Ist doch gar nicht mal so unübel. Nö. Nehmen wir unterwegs Sammelquests. Jetzt bin ich noch mal gespannt. Ja. Einen alleine da. Aua. Oh ja, da zwiebelt ganz schön rein. Alter. So, du bist weg. So, du auch. So, ja doch, das geht schon. Beträchtlich einfacher. Oh ja. Zu Rittstulpen. Ja, brauchst du nicht bücken, du Luder. So, die nächste. Nächster Wegpunkt. Ja, da drüben. Nee. Da drüben ist er. Dort, jawohl. Hervorragend. Wo noch? Hier. Wo immer schön der Nase nach. Ehrlich, nicht schlecht. Was ist das hier? Na, herzzerreißend. Goldmünzen, gegerbte Haut. Mhm. Nehmen wir mit. Napolsborke. Ja, 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 ja. Im Moment weiß ich nicht, was ich sagen soll. Nee. Ich bin immer noch so fix und foxy von dem letzten. Ah. Muss ich runter? Sekunde. Tatsache, ich muss runter. Haben die die her? Also, mal ziehen die die an oder was? Oder? Ich habe keine Ahnung. Och Mensch, wo kommst du denn jetzt her? Ich will doch nur, ich bin im Spinnenwald. Ja, ja, ist ja gut. Gnadenfrist hast du auch noch. Ich habe jetzt echt die große Schnauze. Also, wenn ich ehrlich bin, warum nicht? Warum nicht? So, jetzt the next one. Ist dort. Nach rechts muss ich. Wir müssen wieder hoch. Komm. Nehmen wir mit. Ja. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt die große Schnauze. Und gleich kriege ich wieder so auf die Fresse. Dann weiß ich gar nicht mehr, was... Oh. Ui. Aha. Hä, der ist noch was. Wie du bewegst dich noch. Kann doch gar nicht sein. So. Da haben wir die noch eine. Und das war's doch, ne? Zu Ostuin zurückkehren. Aha, und wo ist der? Auch nicht weit. Nö, der ist nicht weit. So ein paar Gegner haben wir hier noch. Dann lässt sich das noch bären und... Aua! Tschüss. Nein, nein. So, auch du bist mein Freund. Erledigt. Aha,
292 Gold. Also das Gold, was wir zwischendurch finden, das ist schon ziemlich heftig, wenn wir ganz ehrlich sagen, ja. So, guck mal, die liegen sie noch rum, woanders werden sie gebraucht. Naja, gut. Aha. So, dort müssen wir... Moment. Nee, Moment. Vertrag. Turin durchsuchen. Gegenstände. Vertrag. Versiegelt. Aha. Keine Ahnung, was das jetzt war. Vielleicht wieder von irgendeiner anderen Quest. Das kann gut möglich sein. Ja, Brunuat. Mhm. Auch nicht schlecht. Ich könnte Stunden lang... Oh nein. Da ist schon wieder eine Höhle. Das ist doch kacke. Was ist das? Moment. Kann ich mich mal hier ein bisschen umgucken? Isas Atem. Mhm. Ah, die Dinger sind gut zu uns. Heureka. Nicht so viel. Wir werden doch wahrscheinlich in so viele Höhlen reingehen. Nicht schon wieder kämpfen. Ah. Sterbliche. Ja? Ostduin. Die Chrysalen? Jede einzelne davon? Ja. Ihr seid ja ein zweiter Bruderill. Ich bereite meinen Teil vor, während ihr die Samen aussieht. Legt einen auf jeden Erdhügel hier. Seht ihr wo? Gut. Seht euch hier um. Entlang der Kante befinden sich Erdhügel für die Samen. Sät dort jeweils einen, damit ich anfangen kann. Verlasst mich und geht in Frieden, Kind. Aha. Eins. Kind, wenn ich das schon höre. Kind. Weißt du, eine erwachsene Frau hier und ich bin die Königin der Balladen und er sagt ja Kind. Ja. So. Stellt euch jetzt auf die Plattform, damit wir beginnen können. Gut. Boah, was ist denn hier los? Aua. Alter, jetzt gibt's schon wieder richtig auf die Fresse. Das hat der doch mit Absicht gemacht, der Kerl. Ja, ja, erstmal müssen die Flammen jetzt. Aua. Kommt denn da noch? Ja, sehr, bei den Flammen, bei den scheiß Elfen krepiere ich jetzt hier. Könnt ihr mal aufhören damit? Bleibt ihr. Das ist aber nicht der Ablauf der Zeremonie. Aber ich sollte sterben. Ihr solltet euch den Elfen hingeben, so wie Boderil es immer getan hat.
Aber seht sie euch an. Ihr habt sie alle getötet. Ja, logisch. Aber natürlich. Was sollten sie sonst sein? Ihre Blüte ist so wunderbar. Hätten sie überlebt, hätten sie sich über Täler und Hügel verbreitet. Ja, Gott sei Dank nicht. Ein buntes Flattern von Flügeln, Schwänzen und Krallen. Du tickst doch wohl nicht mehr ganz sauber. Das hatte ich nicht bedacht. Sterbliche werden mich auf ewig verwirren. Ihr seid nicht Boderill, also muss ich Zugeständnisse machen. Also schön. Ich hatte zwar etwas anderes erhofft, doch ihr könnt eben nur leisten, was das Schicksal euch zugesteht. Aber da Boderill nun fort sein sollte, müsst auch ihr gehen. Verlasst Brunoat. Vorher nehmt dies. Ein Geschenk der Blüte. Niemals zuvor hat es Boderill versäumt, zur Zeit der Blüte zurückzukehren. Was kann das zu bedeuten haben, Sterbliche? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Sie war auf der Suche nach einigen Dingen. Nach einem sterblichen Jungen und einigen alten Bruchstücken. Ich will jedoch nicht vorgeben, die Gedanken und Handlungen der Sterblichen zu verstehen. Ja, dann bin ich ja zufrieden. Geht in Frieden. Alter, das soll ich hier krepieren? Ja. Kann doch wohl nicht wahr sein. Er läuft ja nicht ganz rund, ey. Ja, wo komme ich denn jetzt hier wieder raus? Moment, die Blüte. Quest gemeistert, erledigt. So, was haben wir denn jetzt noch hier? Quest. Verloren. Ja gut, machen wir das. Grünau. Wir sollen hier eh raus, also machen wir uns vom Acker. Yep. Und werden... Lass mich doch nicht hier gehen. Ja, Boderill, vielleicht steht er ja immer wieder auf, aber wir ja nicht. Ich hab keinen Bock zu sterben, nur weil er da, was weiß ich, die Blüten da sehen will. Und oh, toll. Das ist ja nett, ne? Echt, der Typ. Ja, finde ich schon klasse. Nee. Oh Mann, nur komm schon. Jetzt hätte ich mal abgedrückt. Ja. Scheiße.